zu einer neuen Ausgabe der Fahrstuhlkritik. Ich werde gleich mal reingehen. Ich hoffe, dass diesmal keine Zombies auf mich warten. Bis kommen jetzt irgendwelche möchtegern Franzosen mit Rotweinbuddeln in der Flosse. Schauen wir mal rein. Vielleicht ist allerdings auch der Heilige Geist hier, wobei der an meiner Kritik vielleicht nicht ganz so wie Freude hat. Es geht nicht um die Comicverfilmung Preacher. Bevor es soweit ist, muss ich aber einmal drücken. Und los geht's. Wie gesagt, Preacher ist eine Comicverfilmung von dem Sender AMC, der auch The Walking Dead gemacht hat. Es geht um einen Prediger, der von einem himmlisch, ja, dämonischen Wesen beseelt ist und sein ganz eigenes Evangelium in der texanischen Provinzhöhle verkündet. Es gibt jede Menge obskurer Gestalten wie Arseface oder einen irischen Vampir, sehr cool. Das Ganze ist ein Mix aus Western, Splatter, Horror, Sci-Fi und finde ich nach Walking Dead, Game of Thrones und Outcast ein wirklich neues Serien-Highlight. Preacher auf Amazon, auf jeden Fall reingucken, kann ich nur wärmstens empfehlen. Das kann ich auch wieder abnehmen, insofern viele Grüße, bis dann.